Hey Sean, spielen wir Fang? Nee. Okay, du bist. Nein! 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 So, und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Heute stelle ich euch den Shatter-Mod vor. Dieser ist momentan auf der 1.6.4. Und ja, was bringt der, wie man gesehen hat, wenn ihr halt Monster tötet, egal ob die jetzt von einem neuen Mod hinzugefügt werden oder die Standard-Minecraft-Monster oder auch Tiere, die zerfallen dann halt so. Also Shatter ist zerbrechen oder zerfallen. Und kann ich jetzt nochmal bei an ein paar Beispielen zeigen. Jetzt nehmen wir einfach mal den Creeper, wir nehmen die Spinne, das Schwein, den Villager, das Pferd, den Iron Golem, so, das, na komm, eins noch, damit die Leiste voll wird. Dann machen wir auch noch den Squid. Okay, fangen wir an mit dem Creeper. Nein, Creeper. So, okay. Noch einmal und noch einmal. So, und wie man jetzt sehen könnt, zerfällt er so cool. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ist so Slow Motion. Gut, dann die Spinne. Ja, komm. Und jetzt, die zerfällt auch nochmal sehr cool. Dann das Schwein. Gut, ja. Sieht auch wirklich sehr nice aus. Also ist bei allen ungefähr gleich. Aber ja, ich finde, ein kleiner Unterschied ist immer. Jo, zum Beispiel da ist auch irgendwas abgefallen, keine Ahnung. Dann hier der Iron Golem. Wow. Na komm, chill, Digga. Chill. Chill, Digga. Okay, Digga, danke. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mit dem Squid weiter. Den können wir jetzt einfach hier am Land demonstrieren, dann sehen wir das besser. Zack. Dann das Huhn. Und dann noch die Blaze Road. Zack. So, ja, sieht eigentlich wirklich sehr cool aus. Ist halt nur so eine kleine Spielerei. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Mod installiert, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So, hier wären wir wieder auf dem Desktop zur Installation des Mods. Was ihr benötigt, sind diese drei Dateien. Einmal die Minecraft Forge, die iChunk Util Mods Core, würde ich mal sagen, und den Shutter Mod selbst. Dafür geht ihr einfach auf den Link, den ich mir in die Beschreibung setze, scrollt einfach runter und klickt bei allen drei Dingen hier auf Download. Dann minimieren wir das einfach, drücken Start und R, dann öffnet sich hier dieses Fenster Ausführen. Hier gibt es Prozent, App Data, Prozent ein und gehen in den Punkt Minecraft-Ordner Versions und wir haben keine Forge installiert. Also machen wir Doppelklick auf die Forge, die wir gerade runtergeladen haben. Install Cleaned auswählen, drücken auf OK, warten kurz ab, drücken wieder auf OK, nämlich die Forge ist jetzt installiert. Gehen wir zurück, gehen in den Mods-Ordner und ziehen einfach die beiden Mods. Oh, nein, nicht Großbild so. Nicht groß so. Okay, einfach reinziehen und so ist der Mod auch schon installiert. Ja, das war's dann jetzt auch zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung zu dem Mod und zu dem Video in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.